Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich verstehe es nicht. Ich dachte, du bist ein Katapult. Und da habe ich jetzt nicht nur einen Shining-Katapult. Also klar, ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Hauptquests hier weiter, ne? Aber wenn er mich jetzt auf den Riesen losschicken will, dann sage ich erstmal nein. Und eventuell wäre es eventuell wirklich eine gute Idee, das Spiel einmal kurz abzuspeichern und nochmal neu zu starten, weil ich habe gerade die übelsten FPS-Einbrüche. Ich starte das Spiel einmal ganz kurz neu. Ja, schon wesentlich besser. Ich muss mir gerade nur den Chat wieder ins Bild packen. So. Wir wollen erstmal zur Schmiede. Die werden mich höchstwahrscheinlich nicht instant auf den Riesen anhetzen. Egal, was es kostet. Wir müssen diesen Erz. Ich will mir auch jetzt endlich mal hier angucken. Die neue Rüstung, die von dem Donnermarder. Hier. Der wäre schwach gegen Wind gewesen. Welcher Pfad ist das? So. Die Rüstung finde ich jetzt aber nicht so geil. Guter Schwimmer. Ja gut, könnte beim Erkunden ganz nützlich sein. Kernverstärkung, was ist das? Ich habe immer noch die FPS-Drops. Das hat nichts geändert. Ich sehe es übrigens gerade im Stream. Ich weiß nicht, was VC Face heute für Probleme hat. Ich glaube, VC und Whiteheart verträgt sich einfach nicht. Eventuell mache ich, dass ich bei Whiteheart generell auf den Avatar verzichte. Wenn das nicht funktioniert. Also ich starte das Programm gerade nochmal neu. Wenn es aber nochmal abstürzt, dann lasse ich es aus. So, und wie sieht die Waffe aus, während wir hier warten? Natürlich mache ich einen neuen Strang dafür. Ach, kein Geld. Wie immer. Bin wie immer ein armer Schlucker. Ohne irgendeine besondere Fähigkeit, Wasserschwächung. Okay. Die Waffe klingt jetzt aber nicht so praktisch. Ich kann mir vorstellen, welches Vieh das hier gibt. Minato zu beschützen bedeutet mir. So, du mach dein Ding. Ihr habt den Eisensand schon? Das ist genau, was ich brauche. Oh, danke. Damit sollte ich meine Waffe fertigstellen können. Es wird nicht lange dauern. Für mich ist das eine Herzensangelegenheit. Ich werde in kürzester Zeit die beste Waffe fertigen, die ihr je gesehen habt. Ihr habt mein Ehrenwort als Schmiedin. Okay. Ich weiß leider nicht, wie wirksam meine Waffen gegen diese gigantische Kreatur sein werden. Ja, ich weiß sogar wo. Echt? Ihr habt es gefunden! Und es hatte wirklich Korallen auf dem Rücken! Dann war also alles wahr. War es wirklich so groß? Naja. Ziemlich groß! Genau wie Opa sagte! Wisst ihr, dass ihr die Korallen auf seinem Rücken zerkochen könnt, um Medizin herzustellen, die euch von allem heilt? Das wusstet ihr nicht, oder? Ein Eiheilmittel also. In der Hauptstadt zahlen sie dafür ein Vermögen.
Aber Opa meinte, dass das Medikament eventuell gar nicht wirkt. Auf der Jagd findet ihr bestimmt jede Menge wertvoller Kimono-Materialien, oder? Ja. Ihr könntet echt reich werden, wenn ihr sie alle verkauft, wisst ihr? Entschuldigt, das wisst ihr vermutlich schon längst. Verzeiht mir. Ist bei dem einen oder anderen wahrscheinlich sogar schlauer, es eher mehr zu verkaufen. Von der Hauptquest her muss ich halt zu der Susu ran. Ich kann da ja auf jeden Fall jetzt einmal kurz hingehen. Kann ja sein, dass die mich auch auf das Vieh, was ich jagen will, ansetzt. Dann mache ich damit wenigstens auch eine Hauptquest. Wenn die jetzt aber sagt, geh auf den Riesen los, dann sage ich, nee, das machen wir nächstes Mal. Ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal so viel zu tun hatte. Wenigstens sind wir jetzt vorbereitet. Die Karakuri werden in diesem Moment entlang des blütengesäumten Weges aufgestellt, dem der Kunin Arashi laut meinen Berechnungen folgen wird. Verschiedenste Leute halfen dabei, sie zusammenzuschustern. Deshalb sind sie nicht perfekt, aber das Beste, was wir haben. Ich habe den Handwerkern das Leben wirklich schwer gemacht. Aber wir sind bereit, sobald sich der Erdspalter das nächste Mal regt. Die scharlachrote Schatzkammer hat uns viele verbotene Gegenstände geliefert. Allerdings frage ich mich, warum Kogyoke so viel Schießpulver vorrätig hatte. Naja, Unwissenheit ist ein Segen, wie man so schön sagt. Manche Dinge sollte man dankbar annehmen und lieber keine Fragen stellen. Ich weiß, dass diese bedauernswerte Kreatur nur nach Nahrung sucht, aber wir müssen unsere Existenz schützen. Unser Leben. Ja. Wir können es uns nicht leisten, hier zu scheitern. Wir haben getan, was wir konnten, doch nun liegt es in euren Händen. Ich lasse euch nicht hängen. Ihr macht mir Mut mit eurer Zuversicht. Sie rührt wohl von der neuen Waffe her, die Natsumi entwickelt hat. Doch da draußen könnte einiges passieren. Ihr solltet euch vergewissern, dass eure Ausrüstung voll funktionsfähig ist. Ach ja, Prinzessin Toga würde gern mit euch sprechen. Ihr solltet sie aufsuchen, bevor wir uns in den Kampf stürzen. Okay, die setzt mich safe nicht auf diesen komischen Vogel an. Also jage ich den jetzt einfach einmal so. Hier, Federkralle. Küstenlager. Ich würde jetzt übrigens keinen sonderlich guten Grund sehen, ne? Warum man diesen Eisenmarder sich erfarmen sollte. Donnermarder, Entschuldigung. Die Waffe schien mir unnütz zu sein und die Rüstung ebenso. Um Gottes Willen, die Standbilder nerven mich. Ich weiß nicht, was der PC hat. Beziehungsweise, was das Spiel hat. Direkt sicherheitshalber auch eben kurz einmal nachgucken. Okay, ist nicht abgestürzt. Und ich sag doch, du bist unser neues Zielobjekt. Leg mir ein Ei! Ich hab Hunger! Federkralle. Ist einfach ein gigantisches Huhn. Aua, ich bin nur ausgewichen. Warte mal, falls du elementaren Schaden machst, ne? Du kämpfst auch genau wie ein Huhn. Du bist in jeglicher Hinsicht ein Huhn. Erinnert mich an den cooler Jakku von Monster Hunter. Von deinem Kampfmuster her.
Kann ich dir mal kurz sagen, dass hier an der Klippe kämpfen echt kacke ist? Könntest du bitte mehr inwärts kommen? Danke. Ich mag nicht so an der Klippe. Im Übrigen, wo sind das da hinten Federn? Warum habt ihr alle gefühlt einen Baum am Arsch kleben? Komm, gib mir deinen Schweif. Eventuell wäre Feuer hierfür ganz gut. Glaube ich nicht, dass ich gerade ein Feuerschwert ausgerüstet habe. Aber ich kann anders Feuer nutzen. Wenn es mich mal lassen würde, es haut mich immer genau dann. Genau nachdem ich die dumme Fackel setze. Alter, geht mir dieses Huhn auf den Keks. Och, warum bin ich genau jetzt wieder mal verwirrt? Immer wenn ich wenig Leben habe, habe ich diese dumme Verwirrung. Nach dem Motto, töte mich. Als ob das Spiel mir das ins Gesicht schreit, du stirbst jetzt. Wollen wir was ganz Verrücktes versuchen, die Fackel mit diesem Karakuri-Modus zu kombinieren. Und das scheint sehr gut zu funktionieren. Ich breche jedenfalls gerade ein Körperteil nach dem anderen. Oh, der Vogel, der nimmt Schaden. Und hat einen Baum gepflanzt. Lass mich mich heilen. Da liegt so viel Zeug, das würde ich gerne einsammeln. Habe ich alles? Ich glaube, ich habe alles. Der Vogel hat jedenfalls Probleme. Gib ihm eins auf den Dötz. Das war nicht der Kopf. Wie dämlich bin ich eigentlich? Ohne was zu schnabulieren, hier in den Kampf zu ziehen. Wand? Funktioniert? Er ist an der Wand entlang geglitten, also ich würde sagen, es hat funktioniert. Und das Ding ist ab. Lass mich den Kack einsammeln. Ja,
Ich hoffe einfach mal, dass ich es habe. Na, ich hol ihn das ja vom Himmel. Er mag es zumindest nicht. Abgesehen davon ist der Vogel ein bisschen doof zu treffen. Es wirkt aber bisher ganz einfach. Vor allen Dingen ist mir... ich habe es gerade eben geschafft, nicht einmal zu sterben, glaube ich. Also onscreen ist das, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass ich nicht dabei gestorben bin bei der Jagd. Also ja, nach dem Riesenbären machen wir safe einmal eine Tsukumo-Sammeltour, dass wir mal... das erste und das Gebiet hier mal beides mal so durchgucken, ob wir die mal finden können. Ich überlege gerade, ob ich das mal gegen den ausprobieren will. Vielleicht kann er auch davon weggeschleudert werden, weiß man ja nicht. Ja, ja, plustert du dich ruhig auf. Komm, gib mir irgendwie ein neues Karakuri, das wäre schön. Dass jedes neue Monster mir irgendwie so ein neues Ding gibt. Ich würde gern auch mal stehen bleiben können. Oder mich zumindest heilen. Ich hab was abgetrennt. Ich hab ein Standbild. Ich werde jetzt tot sein. Alter, was ist denn heute los? Ich hatte dich nicht aufgehalten, ne? Aber es erfüllt einen Zweck. Wenigstens ist das Vieh auch am Ende seiner Kräfte. Hör auf mit den Standbildern! Mein Gott! Nochmal so ein Teil. Und so ein Teil. Beide Nebenteile, die nebenbei mir helfen. Alter, könntest du mal ein bisschen weniger nur in der Luft schweben? Ich weiß, du bist ein Vogel, aber das heißt nicht, dass du durchgehend in der Luft abhängen musst. Oh, ist tot. Oh, für den Endscreen von dir bist, liegst du aber gerade echt kacke. Einen Moment. Aber hey, wir haben ihn erjagt. Das komische Riesenhuhn. Und ich habe einen neuen Talisman. Wir sind nicht einmal gestorben. Und wir haben eine Quest abgeschlossen.
So, hange dich endlich rüber. Ich will wissen, was die das Vieh, was wir jetzt gerade gejagt haben, an Waffe und Rüstung bringt. Alter, ich muss dringend mal was verkaufen. Tatsächlich ist es eine Windwaffe. Also würde es sich tatsächlich lohnen, die Waffe einmal offscreen zu erfahren. Eventuell sogar auf die zweite Stufe direkt. Vogelfluglehre und Kuriharmonie Zorn. Kommt mir gefühlt auch so vor. Ich weiß nicht, was heute los ist. Verringert Verletzungen in der Luft. Die Fähigkeit bringt ja mal so gut wie gar nichts. Du kannst einen Schlag landen und dann ist die Fähigkeit hinfällig. Aber schön, die Waffe kann ich wenigstens direkt auf die zweite Stufe bringen. Ach ja, die Eisenwaffe, ne? Infestation, Entfesselung. Boah, erhöht den Schaden erheblich, das klingt nett. Bei den ein oder anderen Objekt weiß ich generell nicht, wo man es her bekommt. Jetzt interessiert mich noch die Rüstung. Die Rüstung von dem bringt ja echt nicht. Minator zu beschützen. Ich weiß leider nicht. Ach, und die Talismane. Wir haben, glaube ich, sogar zwei heute gesammelt. Muss ich mir auch noch angucken. Nee, nur einen. Der Überfall war es nicht. Der Angriffstalisman ist der, den ich ausgerüstet habe, glaube ich. Ach, ich kann mehrere ausgerüstet haben. Das wusste ich gar nicht. Mich regen die FPS gerade einfach ultra auf. Ich wüsste gerne, wo diese FPS-Probleme heute herkommen. Deswegen schieße ich auch schon mal auf die andere Seite. Standbild! Das ist der Standbild-Stream! Mein Gott, innerhalb von 2 Minuten hatte ich jetzt, glaube ich, 20 Standbilder. So, jetzt habe ich auf beide Seiten eine Leine nach drüben verlegt. Jetzt kann ich mich von der einen Seite zur anderen hangeln. Ja, ihr habt ja gehört, was ich jetzt offscreen machen werde bis zum nächsten Stream. Alter. Hör mit den Standbildern auf. Ich speichere hier an der Stelle. Lege den Controller mal beiseite. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat heute bei dem Stream oder beim YouTube-Video, je nachdem. Abo und Like bei YouTube da lassen und Follow auf Twitch. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle. Ich entschuldige mich für die Standbilder, die nebenbei entstanden sind. Also, ja. Für YouTube nochmal. Ciao und bis zum nächsten Mal.